So, meine Damen und Herren, willkommen hier natürlich zum Bus Simulator 2018 oder zum Bus Simulator 18. Ewig nicht mehr gespielt. Wir sitzen hier in einem Bus, den ich so persönlich überhaupt nicht kenne. Ich weiß nicht, das wird ein Update sein oder... Wie viele Türen hatten wir? Zwei. Wir gucken uns mal kurz die Tür an. Den Bus an. Ein richtig langer Bus. Und persönlich sieht da auch recht gut aus. Wir haben, die haben schon Performance, haben sie genannt. Nein, nicht spoilern. Na, fährt er raus. So. Ja, also. Lang ist her, dass wir den Bus-Simulator gespielt haben. Na komm, erlauben wir uns mal kurz den Spaß. Was hier? Ja, das war's. Oh, jetzt geht's weiter. Hier ist noch... Ah, die Tür 1 ist aufgegangen. Gut. Tut mir leid, ich mach's leiser. So, weiter geht's. So, wie gesagt, lange ist her, dass ich irgendwie ordentlich mal wieder aufgenommen habe, dass ich großen Spaß mal wieder daran hatte. Der Spaß ist aber auch bald vorbei. Ich habe überlegt, Man's World aufzugeben. Wir brauchen den Zentomat, bitte. Dass ich Man's World LP aufgebe. Die Frage ist, wieso die Aufrufezahlen sind im Keller, es läuft nicht so, wie es laufen sollte. Und in der letzten Folge, ich bin eben nicht so zufrieden damit. Bin ich ehrlich. Und die Frage ist, möchte ich wirklich neu anfangen? Macht YouTube mir überhaupt noch Spaß? Das sind so die, ja, ich gucke selber diese Real Life Sachen nicht, mit auch mir macht das überhaupt keinen Spaß mehr und, aber die Sache ist, man muss Spaß an YouTube haben, um YouTube zu machen. Ohne Aufrufzahlen ist es teilweise so langweilig, kein Bock. Manchmal ist es so, ach ja, ich mache das, mache ich gerne und es macht gerade Spaß und zu fahren und eben nicht so quatschen, sonst sitzt ich nur da und der Fernseher läuft. Macht er jetzt trotzdem noch. Aber trotzdem. Absolut pünktlich. Danke sehr. Es sind so die gewissen Fragen. Wiedersehen. Ich glaube, der ist heute ausgeschalten. Oder immer noch ausgeschalten. Vom letzten Mal. Da können wir mal die Zeit nutzen. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Ah ja, okay. Ich glaube die mal. Was hier? Ja, das machen wir alle mit. Oh nein, ich bin eingeschlafen. So, man sieht uns schon wirklich performancemäßig. Hat sich dieses Spiel verbessert, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe. Es ist geil. Es ist gut geworden. Freut mich. Macht Spaß. Es gibt da mal ein Missionspaket. Und ich weiß nicht, wie ich mir das herunterladen kann. Ne? Irgendwie Steam finde ich das nicht. Ich sehe bloß die Seite. Ja, es ist da so ungefähr. Also richtig Pakete oder sowas finde ich nicht. Ja, kein Problem. Der Bus ist neu, oder? Ja.
Mir ist auch komplett neu. Oh nein, ich habe sie verloren. Augen. Was? Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Ja, wir gucken mal lieber noch mal doppelt, nicht wahr? Sie haben meine Fahrkarte schon. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Ich glaube, die Frau hier vorne habe ich vergessen. Ich hab Ihnen meine ja, doch, schon du gezeigt. Hast schon. Hier ist. Habe ich Ihnen schon gezeigt. Also gerade mal eine Schwarzfahrer. Bin ich schon glücklich damit. Da funktionieren meine Fahrkartenautomaten, die ich nicht besitze. Wie sie sich sonst die Fahrkarten holen. Ich hätte nicht gedacht, dass Hans zur Familie zurückkehren würde. Ich habe gerade drei Folgen Wreckfest aufgenommen. Spielt eigentlich ziemlich geil. Oh. Also langsam wie die drüber fahren muss ich eigentlich nicht. Ich weiß nicht, ich habe hier keine richtige Sitzposition in dem Sessel. Ich weiß, ich kann das einstellen, ich weiß auch gerade die Tastenkombination nicht und ich fühle mich irgendwie unwohl in dem Bus. Fallen tut er mir nicht. Oh. Gucken, was ich dann noch weitermache, Spiele aufnehmen, sonst was. Gefällt mir. Ja, schön, dass er dir gefällt, mir nicht. Klar. Habe ich Ihnen schon gezeigt. Ich habe Ihnen meine Fahrt. Ja, wollen Sie die denn noch? Na klar. Ja, ich gehe Ihnen sowas auf den Nerv. Wollen Sie hier? Auf den Nerv, ich weiß. Augenblick, habe ich Ihnen... Was? Ach so, hier. Und sonst sieht das ja gut. Der Putz ist wirklich so. Mit dem, Parkett, das sieht schon geil aus. Oh, wir müssen los. Die halten irgendwas an dem Mech nehmen. Bin ich ehrlich, manchmal fahre ich sogar vorbei. Wenn es mir zu spät angezeigt wurde. Dann fahre ich einfach so vorbei. Dann ist es so. So, und raus aus dem Astra Park. Und los geht's. Gleich auf die Autobahn. Müsste eigentlich mal Eurotruck wieder spielen. Den habe ich gefühlt 3 Jahre nicht mehr gespielt. So, wir bringen natürlich auch in den Kreisverkehr rein, was im echten Leben nicht macht. Das konzentrieren. Ah, hier ist die Autobahn. Mal gucken. Wenn ich jetzt über 80, also seit 80 fahre, dann ist es die Autobahn. Ja, komm vorbei. Oh, sogar 100 fahre ich mit dem Bus. Ist es überhaupt erlaubt? Lieber Herr Busfahrer und LKW-Fahrer, darf ich eigentlich nur 80 oder 90 mit dem Bus fahren? Ui, da war ein kleiner. Ja, schneller als auf der Autobahn wirst du mit dem Fahrer natürlich. Alles kein Problem. Machen wir ein bisschen lauter. Ne, hier noch nicht. Nichts erst. Hier kommen wir dann später mal raus. Wenn man den nächsten. Ach nee, eigentlich. Ja. Es gibt viele Sachen, die ich jetzt vielleicht neu probieren möchte oder so. Lenk mit Tastatur. Das Übelste, was es auf der Welt gibt. Oder muss man das irgendwo Mods einschalten, das Missionenpaket? Und hier jetzt runter. Ja, die Landschaft sieht allgemein schön aus hier. Ich meine, also man muss wirklich sagen, das Spiel ist von seiner Art richtig gut. Ich bin aber vor allem auf den Landwirtschaftssimulator 18 gespannt. Den habe ich angezockt auf der Gamescom und ich liebe ihn. Ich, also. Moment, wo ist meine Tasche? Ja, noch kannst du suchen. Ja, gut.
Waffen raus. So, und jetzt geht's ab in meinen Lieblingsteil. Der Hafen sieht schon geil. Erstmal, man fährt mit der Autobahn, fährt man bis hierher. Auch wenn es ein kleines Stück ist, aber man fährt man auf der Autobahn hierher. Dann kommt man einfach in den Hafenstadt. In den Hafenbereich. Der für mich sexy ist. Ich mag sowieso Häfen und sowas. Ich finde das sowas von geil. Da ich dieses Jahr nicht nach Hamburg gefahren bin, muss ich mir für nächstes Jahr meinen Urlaub irgendwie einplanen, dass ich da nach Hamburg fahre. Hier hätte ich noch nach Fußgänger gucken müssen. Scheiße, verfahren. Du kannst weiter vorfahren, du Idiot. Ja, immer nach oben gucken, wie gesagt. Ah, ich habe ja ein bisschen Zeit, das ist ja nicht ganz so schlimm. Ich sehe gerade, hier kommt ja was fahren, was ich mag. Und schrei für die Spezialisten. Was eine geile Sache! Ach ja, es ist wieder so die Handyzeitnutzung jetzt hier. Also nicht im echten Leben, nein, bloß nicht. Warum so bescheuert ist und einmal falsch fährt. Zum Glück habe ich hier noch den Leitstellen Dings drauf hier. Ja, Leitstellenspiel. Zuverdienst, ja gut, schön, da muss ich. Entschaffung einer Weltkriegsbombe. Na, fahren wir mit dem Löschfahrzeug hin. Bis nach Dresden. Ich bin in Göln stationiert, für die Leute, die es interessiert. Dein Satz ist weg. Hm. Oh. Bus. Oh, die Decke sieht auch geil aus. Die spiegelt sich. Ui, jetzt. Da ist ein Bildschirm. Müssen wir gleich mal gucken. Weißer Bildschirm. Hätten Sie vielleicht ein Testbild reinmachen können. Winter der Leidenschaft ist auch nach 5000 Folgen noch echt so spannend. Ach, das findest du auch? Hier sollen sie ja was Neues aufgezeichnet haben, aber bisher habe ich noch nicht gemerkt. So. Gucken, hier reinfahren. Nein, schon wieder falsch. Ey, ich hasse das. Komm, fahr du alte... Ich schieb dich gleich hier an. Oh, ich hasse das. Da habe ich mich jetzt zum zweiten Mal verfahren. Auch Unfall gebaut. Nicht verboten, nicht verboten, ich hab überholt. Scheiße. Ey, ich war so froh, dass die Fahrt relativ
ruhig verlaufen ist. Jetzt habe ich es auch gerade aufgefahren, aber anscheinend interessiert das kein Schwein. Ey, jetzt fucking konzentrieren. Da fängt das sich so extrem genervt jetzt auf einmal. Jetzt, ich hatte noch 4 Minuten Zeit, jetzt habe ich gerade noch 30 Sekunden. So, nicht die Einfahrt. Die Einfahrt da. Alter, heilige Scheiße. Das nenne ich die perfekte Parkposition. Boah. Ab geht's. 14 Sekunden Verspätung. Und dann eigentlich noch mal kurz durchkontrollieren, dass sie dann Fahrschein hat. Vor allem die großen Kräne, das ist schon faszinierend. Eingeschlafen. Du hast doch vorhin seine Tasche gesucht gehabt. Scheiße. Nee. Was bin ich so leicht genervt? Das merkt man so. Leicht gezickt. Zick ich so. Danke. Oh. Jetzt kann sich hier keiner mehr vorbeischleichen. Habe ich Ihnen schon gezeigt. Wie lange wirst du noch mitfahren? Na klar. Hier, bitte. Es kommt hier keiner mehr an mir vorbei. Wie oft wollen Sie die denn noch? Habe ich Ihnen schon gezeigt. Sie haben klar. Weiter geht's zum Ölhafen. Oh. Ich dachte gerade, ich bin schon wieder zu schnell. Noch mehr Minuspunkte. Ey, da fährt kein Sch- jetzt fährt da, wenn alles... Oh. Wenn ich so jetzt überlege, habe ich gerade keine Lust auf Battlefield oder sowas. Mehr so auf kleine Simulation, also so ein Trick. Ah, die Frage ist, was kann ich noch sonst spielen? Gestern sind wir an einer rosa Kuh vorbeigekommen. Ja, die habe ich auch gesehen. Mika! Ja, genau. Oh, Ölhafen. Och. Ich kann das Wochenende kaum erwarten. Falsch Taste. Was
sind Pommes zu Zwiebel, Sahnehähnchen. Ich mache mir Gedanken, wenn da bei einer Aufnahme, sage ich euch. Pünktlich, danke. Ich würde da mal was probieren, aber ich glaube, hierher kommt man nicht, dass man hier hoch kann. Also da hoch. Denke mal nicht, dass man irgendwie reinkommt. Tschüss. Ja. Und Pech, wenn es nicht eingestiegen ist. Endstation. Doch nicht. Habe ich noch eine Station? Ja, ich sehe, das wird noch was. Ja, die sind abgeschottet hier. Keine. Das wäre so schön gewesen. Das wäre so geil. Da wird man auch nicht hochkommen. Moment mal, ist das überhaupt der richtige? Richtige? Wiedersehen. Linie 15. Jetzt muss ich eigentlich gerade... Oh, jetzt habe ich was im Hals. Müsste ich husten. Ich war sogar noch zur Verwaltung. Oh, das wäre eigentlich gut jetzt, wenn wir noch mal halten müssen. Klar. Hier, ich habe ihn mal hier. Hier, bitte. Wo habe ich denn... So, dann geht es nochmal zur Verwaltung. Was ich, fällt mir ein, ich muss noch einen Brief wegschicken. Oh, was ist... Ach so, mein Bus da vorne. Jetzt weiß ich, wie ich kündigen muss. Ich würde mal mich fragen, ob das irgendeinen Unterschied macht, wenn man jetzt... die Lehrlinge raus, nur noch einstellt, anstatt die Meister, wie die auch immer heißen. Ob das einen Unterschied macht? Hm. Da kann man überall nicht hochspringen, das ist doch scheiße, da war ein kleiner Leck. Das war sowieso schwer, das ist wieder, hat wieder die Video rumgesponnen. Also GeForce, dass ich das nicht aufnehmen kann, darf. Und ja. Bevor das jetzt überhaupt aufnimmt. Vielleicht hat er auch das Breakfast Points so geleckt. Ja, geil. Verspätung und der Bus steht noch vor mir. Ich glaube, der hat außer... Nee, der hat nicht seine Endstation da vorne. Was? Ach so, hier. Was? Ach so. Wie oft wollen Sie... Hab nichts. Ah, hier, bitte. Nächster Halt, altes Sägewerk. Also bei... Wo wir... zu wie viel hat man zu zweit hier gespielt haben, bin ich hier rausgeflogen. So, drück mal Ende, um zu wissen, wie wir abgeschnitten haben.
Neues Titel, neue Farbe und schön. Alter, diese Farbe. Die Titel interessieren mich sowieso nicht. Mich interessiert, es hat das angenommen. Jetzt muss ich hier drauf einfacher einsetzen. Das heißt, den hier werden wir... Was sind so, ja, 150. Neuen Bus können wir uns auch noch nicht leisten. So richtig. 120 kostet der. 58. Ach guck mal, das Z, doch, das hätte ein Dings hier. 54, das ist doch in meiner, ja. Gut, ich würde mal sagen, lasst mal einen Daumen nach oben da. Wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt dann nach oben, wenn nicht, einen Daumen nach unten. Schreibt mir in die Kommentare natürlich, mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Ich würde mal sagen, die Strecke hier, die rentiert sich nicht so richtig. Die werden wir auch mal rausnehmen. Und wenn die hier drauf sitzen, wir U-Bahn 12 Meter und die Damen hier. Und dann bis zum nächsten Mal, sagt der Minzi. Ciao, ciao.